Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, da sind wir also in, wo sind wir denn hier? Birkenfelde heißt das, glaube ich? Oh Gott, nee, Krusenfelde heißt das gute Stück anstatt. So, der Coca-Cola-Zug ist auch unterwegs und wir wollen jetzt hier mit einer Dampflokomotive hin. Am liebsten dieses Gleis rein und das sollte eigentlich auch klappen. Das heißt, jetzt müssen wir hier hinten mal gucken, wo wir stehen geblieben sind mit unserer, ja, ich würde mal sagen, spontanen Bergstrecke, denn geplant war das so eigentlich gar nicht. Kommen wir hier irgendwie so lang? Wir kommen, ohne dass wir hier kreuzen. Das können wir so nicht sehen, weil das ist natürlich eine Straße hier. Das ist kein Gleis. Da haben wir keine Geschwindigkeitsangabe. Aber das müsste eigentlich, sieht das so aus, als wären wir ein bisschen weiter unten. Und sonst, irgendwie, das wäre doch auch noch charmant. So irgendwie ein unterirdischer Bahnübergang hier bei der Straße. Das ist sowieso nur hier der Fake-Dingens mit den LKWs und so. Ich würde das glattweg so machen. Die Frage ist halt, wo kommen wir hier wieder raus? Ich möchte hier schon nochmal kurz das Licht der Welt erblicken. Da haben wir dann noch ein anderes Gleis. Da sollten wir dann auch nicht kreuzen. So kommen wir raus. Okay, dann machen wir das doch so. 78 km, das ist in Ordnung. Dann sind wir hier oben, das ist auch in Ordnung. Wir nehmen das mal. Schön, wie es da gleich eine Schneise macht. So, mitkommen. Das klappt tatsächlich auch ohne Probleme. Und jetzt können wir ja mal schnell gucken, wenn da gleich ein LKW durchfährt. Wie sieht das jetzt hier drin aus? Wir müssen in die andere Richtung. Wenn man hier so guckt, also ich sehe hier kein Gleis. Das sieht eigentlich so aus, als würde es funktionieren. Vielleicht aus der anderen Richtung kommend. Wo haben wir hier die Straße? Hier unten. Ja, da muss man einfach Geduld haben. Wenn wir das jetzt austesten wollen, bis der da hinten ankommt, da ist die Folge um. Vielleicht doch besser gucken, ob der hier nicht gleich wieder dreht und zurückfährt. Doch, macht er aber auch nicht allzu schnell. Wir können das Tempo ja ein bisschen erhöhen. Machen wir mal. Oh Gott, was macht er jetzt? Aha, okay, jetzt sind wir im Tunnel drin. Interessante Kamera. Es geht ja aber primär nur darum, ob wir hier irgendwo einen Bahnübergang haben oder nicht. Wenn wir einen haben, okay. Uiuiui. Okay, nein, wir haben keinen. Also ich denke, wir haben keinen. Man sieht eigentlich weit und breit nirgends einen Bahnübergang. Jetzt gehen wir wieder auf Normaltempo zurück. Von hier oben kommt man. Ja, hier oben werden wir auch keinen Dingens haben. Moment, wir steigen hier mal noch ein, weil es gerade so schön war. Nee, hier ist nichts. Hier ist irgendwie einfach die Map zu Ende. Ich gehe raus, weil das ist mir zu gefährlich. Plötzlich schlurz ist das Spiel weg. Man kennt's ja. Gut, ich würde sagen, das passt so. Portal haben wir jetzt hier, das normale, das Vanilla-Portal vom Spiel. Ja, ist doch schön hier so. Hier oben lang, das gefällt mir eigentlich eh schon wieder relativ gut. Und jetzt mal gucken, wie kommen wir hier hinten runter. Wenn wir das so machen, kämen wir in die Richtung. Wir müssen eigentlich im Prinzip in das Gleis rein. Das gäbe eine Brücke. Ich würde das mal ohne Brücke machen für den Moment. Und dann mal schnell gucken. Wenn wir hier zum Beispiel daherkommen, dann würde das schon funktionieren. Da ist jetzt die Steigung zu groß. Denn das würde schon passen. Wenn wir das Gleis hier mal mitnehmen, dann hätten wir das schon mal. Dann sehen wir, ob das Ganze funktioniert. Oh, ist das so ein totes Gleis? Arg, okay. Ah, oh je, meine, das funktioniert gar nicht. Das ist wieder dieser Bahnhof. Genau, mit den Durchfahrtsgleisen oder was auch immer dieses Gleis hier soll. Oh, da fällt mir was anderes noch ein. Von wegen, wartet mal schnell, das möchte ich jetzt noch ganz kurz aufklären, denn das ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe hier gesagt, bei diesem Kornspeicher, den wir hier oben hingestellt haben, dass da die Texturen nicht schön sind etc. Hier, bei dem, ich habe ihn sogar auf Anhieb wieder gefunden. Das Ding ist noch nicht fertig, das habe ich erklärt. Wenn hier bei dem Ding die Bilder ausgegraut sind, wo war das gleich nochmal? Irgendwo hier oben oder beim Herzchen war das, glaube ich. Wo haben wir denn hier das Herzchen? Wir gehen gleich wieder zurück, keine Angst. Da, das Herzchen. Hier, diese ausgegrauten Sachen, die Kirche und so weiter, die sind noch nicht fertig. Da fehlen Texturen. Genau deswegen, ja, fehlen hier beim Kornspeicher eben auch die Texturen. Das wollte ich nur noch kurz berichtigen. Also das ist nicht hier mit die fertige Mod, sondern das ist halt die Mod, so wie sie dann später aussieht. Haben wir hier irgendwie ein bisschen viel Tempo? Ja, das ist ja ein Gehetze hier unten. So, jetzt gefällt es mir wieder. Jawohl, schön beschaulich. Ihr seid Güterzüge, ihr müsst nicht rasen. Gut, also so viel zu dem Thema. Dann haben wir das ja geklärt. Aber jetzt, das hilft uns natürlich hier oben nicht wirklich weiter. In unserem Städtchen hier. Wo war es denn hier? Unten. Weil wir kommen hier nicht in dieses Gleis rein.
Es erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz, was dieses Gleis soll, wenn man es nicht anschließen kann. Aus der Richtung kommt, das geht irgendwie überhaupt nicht. Nee, da kommen wir aber nicht rein. Hier hinten nämlich auch nicht. Das ist sozusagen ein totes Gleis. Okay, kommen wir da rein? Bringt uns das was? Da ist schon Zug hier. Hätten wir noch eine Möglichkeit. Ja, das würde gehen. Okay, dann wären wir auf der Seite. Da würden wir wahrscheinlich das eine oder andere Häuschen hier killen. Und müssten natürlich von hier oben kommt in diese Gleise rein. Und das wird eher schwierig. Zumindest hier in diesen Innenbereich rein. Sonst müssen wir wieder Weichen machen. Das gefällt natürlich den Zügen dann entsprechend nicht. Was wir natürlich auch machen können, ist, wenn der nicht durchfährt, dann können wir den noch rüberziehen. Und der fährt auch nicht durch. Okay, dann machen wir das so. Dann hätten wir hier die Möglichkeit... Okay, die kreuzen hier natürlich auch noch. Dass wir in dieses Gleis reindüsen. Und dann mit der Dampflok hier alles. Nee, wisst ihr was, das machen wir nicht. Weil wir stoppen die ganzen Züge. Wir machen das anders. Wir bauen hier in Krusenfelde, weil es eine Riesenstadt ist, bauen wir nochmal einen Bahnhof hin. Und zwar einen kleinen, schnuckligen, eingleisigen. Und wo bauen wir den jetzt hin? Das müssen wir natürlich jetzt machen, damit wir dann wissen, wo wir mit den Gleisen von hier oben kommt, genau hin wollen. Hier hinten wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Hier wäre eine Möglichkeit. Vielleicht sogar hier drin. Dann ist aber wieder die Frage. Naja gut, dann können wir hier durch die Stadt durch. Hier eine Kurve machen. Und dann da rein. Dann müssen wir hier aber wieder über diese Gleise rüber. Das könnte man je nachdem mit einer Brücke machen. Ich gucke mal, ob hier ein Bahnhof reinpasst, ohne dass wir sämtliche Häuser demolieren. Eben, das gibt einen ganz kleinen Bahnhof mit einem Gleis. Ich gucke mal, was wir hier alles haben. Moment. Ja, alles Mögliche. Was passt denn hier unten hin? Hier passt natürlich vieles hin. Aber es soll ein Bahnhof sein, der irgendwie auch nach Dampflokomotive aussieht. Die sind mir dann alle zu modern. Windsheim. Oh, zu groß. Regionalbahnhof, modern. Der niederländische Bahnhof. Und die kriegen wir doch, die kriegen wir ein bisschen kleiner oder kürzer kriegen wir. Ach, der würde aber eigentlich funktionieren. Und ich mal drehen. Ja, da würde überhaupt nichts kaputt gehen. Also da würde halt dann was kaputt gehen, weil wir natürlich hier den Straßenanschluss noch brauchen. Oder wenn wir dich hier so hinmachen. Nee, das geht nicht. Ja, ein, zwei Häuser würde es erwischen. Aber das wäre, denke ich, in Ordnung. Dann wären wir hier mitten in der Stadt drin. Dann könnten wir hier tatsächlich mit einer Brücke rüber. Dann hätten wir hier die Eisenbahn, also die Dampflok, eben noch ein bisschen in die Stadt rein. Und hier ebenfalls noch durch die Stadt durch. Ich würde sagen, das machen wir. Jetzt werden wir dich aber noch ein bisschen drehen. Und dann müssen wir eben aufpassen. Ja, der Zug darf länger als 80 Meter sein. Länger als dieser Bahnhof. Aber, Oberleitung bauen wir auch nicht. Aber, dann darf es keine Weiche haben davor. Die muss ein bisschen Abstand haben. Sieht das denn gut aus so? Würde das nicht besser aussehen, wenn das Gleis ein bisschen paralleler wäre? Ich denke, das würde fast besser aussehen. Moment, falscher Knopf. Nein, Hafen brauchen wir nicht. Euch auch nicht. Euch brauchen wir. Nochmal drehen. Das wäre eine Möglichkeit mit ein bisschen Abstand. Dann vielleicht ein paar Bäume dazwischen. Das ist eigentlich fast besser. Wenn man das so möglichst nah hinten ran, möglichst so, dass hier noch nichts kaputt geht. Okay. Und jetzt werden wir gleich, weil wir es sonst nämlich wieder vergessen und sowieso nicht machen. Reinzoomen wie wild. Nein. Ich suche hier eigentlich die Bäume. Da unten haben wir die Bäume. So, dass wir hier einfach ein, zwei solche Teile hinstellen. Ah, der ist fast ein bisschen zu groß. Der darf gerne meinetwegen da noch hin. Hier noch ein Baum und hier noch ein Baum. Okay, und dann ist das hier ein bisschen abgegrenzt. Hier hinten noch ein paar Bäume. Dann haben wir es hier wirklich schön grün in diesem kleinen Städtchen. So, da noch Bäume. Düt, düt. Okay, okay, okay. Und jetzt den Straßenanschluss. Den müssen wir halt irgendwie wahrscheinlich tatsächlich so legen, dass hier das eine oder andere Haus flöten geht. Mal gucken. Darf ja auch eine kleine Straße sein. Ja, aber die ist zu klein. Haben wir ein bisschen was Größeres dicht. Wir machen das so, dass einfach dieses eine Haus hier weg ist. Der Rest sollte dann erhalten bleiben. Okay, jetzt mal gucken. Vielleicht bauen sie hier ja nochmal was hin. Platz hätten sie eigentlich nochmal ein bisschen. Jetzt mal gucken, wie wir hier mit der Schiene rauskommen. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt von hier aus kommend. In die Richtung. Da hat es natürlich noch Häuschen. Dass wir vielleicht früher schon auf die Brücke raufkommen. Wenn wir das so machen und hier maximale Steigung. Ne, wir kommen hier nicht auf eine Brücke rauf. Sollen wir hier die Häuschen opfern? Fände ich schade, weil
Die stehen so schön, haargenau an der Bahnlinie. Das wäre eigentlich ein Jammer, wenn die weg wären. Das ist genau das, was ich mag. Dass wenn man hier eben mit dem Zug daherkommt, dass hier diese Häuschen wirklich direkt dran gebaut sind. Okay, das heißt dann aber, dass wir hier irgendwie anders rauskommen müssen. Wer ist denn hier sonst unterwegs? Auf dieser Linie. Wenn wir hier mal so gucken. Das sind zwei Züge. Das ist einerseits die Universallinie mit 10.000 Zügen. Oh, echt jetzt hier? Die Nordlinie auch? Mit dem Ciruno und den ganzen Schnellzügen. Ne, das ist natürlich Käse. Oh, die Ansage. Ist das der Bahnhof? Kann das sein, dass der die Ansage hat? Das kann schon sein. Schaut mal, schon wieder ein Kran. Das ist ja genial. Die bauen gleich wieder, wie die Wilden. So, und jetzt möchte ich mal, jetzt ist er zwar fast schon im Bahnhof, aber jetzt möchte ich mal gucken, wie das ist, wenn man hier dran vorbeifährt. Ja, wir sind ein bisschen zu spät eingestiegen. Schade, schade, schade. Da sehen wir nur noch die Einfahrt. Okay, das bringt leider nicht viel. Die Idee war zu sehen, wie es aussieht, wenn er hier an diesem Bahnhof vorbeifährt. Aber das sind schon Schnellzüge. Wir tun denen natürlich absolut keinen Gefallen, wenn hier dann plötzlich noch Dampflokomotiven lang wollen. Und auf der anderen Seite eben, die Alternative ist, dass wir die Häuser hier abreißen. Das ist alles nicht ideal. Was wir auch machen könnten, wäre einfach hier eine Kurve raus und eine separate Strecke hier bauen und dann hier auf die Brücke gehen. Das würde halt die Häuser hier kosten. Sollen wir das machen? Ich würde sagen, ja, weil im Endeffekt, sie bauen ja eh wieder. Sie bauen die ganzen Sachen eh wieder hin. Wenn wir irgendwas kaputt machen, es wird sozusagen wieder repariert. Also, wenn wir das so machen, sind die beiden Gebäude weg. Und dann hier zu einer Kurve ansetzen und wahrscheinlich sogar hier die Straße kappen, weil das wird dann wieder nicht wirklich funktionieren. Hm, auch nicht, wenn wir hier Höhe und Zeugs machen. Nee, das müssen wir auch kappen. So, okay, dann haben wir jetzt Platz. Jetzt kann man wieder sagen, ach, ein Wahnsinn. Alles da abreißen? Ja. Weil anders funktioniert es nicht. Die sind sowieso hier irgendwie, seht ihr, die sind mit ihrem Latein eh am Ende. Die kommen hier ja gar nicht mehr weiter mit den Straßen. Dann nutzen wir das mal aus. Jetzt gehen wir aber genau hier durch, damit wir nur dieses eine Häuschen hier haben. Das kommt weg. So, mit der Schiene geht es in die Richtung. Und jetzt würde ich hier halt gerne auf eine Brücke kommen. Das funktioniert überhaupt nicht mit der Brücke. Okay, was man natürlich mit einer Dampflok auch machen kann, ist einfach unten durch. Wir müssen dann einfach relativ schnell wieder hoch. Okay, mit welchem Portal? So ein massives? Ne, in der Stadt drin passt eigentlich das hier schon am besten. Nehmen wir mal. Und jetzt, bevor wir hier mit der Eisenbahn weitermachen, würde ich hier gerne schnell das Ganze wieder korrigieren, was wir gemacht haben. Damit sie hier auch gleich, wenn sie wollen, wieder frisch bauen können. Und das bleibt natürlich jetzt mal eingleisig. Das wird dann zweigleisig, sobald es zweigleisig werden kann, von der Begebenheit her hier, würde ich sagen. Okay, maximale Steigung. Kommen wir hier auch wieder raus? Oder sind wir hier so weit unten, dass wir hier nie wieder Tageslicht sehen? Okay, hier kämen wir raus. Wo ist eigentlich unser anderes Gleis? Wir sind hier komplett falsch. Ja, wir müssen nach da hinten, da ist ja unser Hügel. Okay, da müssen wir in irgendeiner Form hier diese Kurve machen und dann hier rauskommen. Dass wir tatsächlich wieder eben auf der Erde sind. Das würde sogar noch relativ cool aussehen, wenn wir hier wahrscheinlich unten durch würden. Hier mit dem IC zusammen. Kriege ich hier noch ein Gleis lang? Nee, das geht nicht. Gut. Ja. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben mit unserer Strecke? Hier oben? Ja, das ist das eine Gleis. Okay, nur dass wir das wieder finden. Irgendwie hier runter, hier schlängeln, machen und tun und irgendwie zu dieser Brücke kommen. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen das mal. Weil hier mit der Autobahn und so ist das eh nicht schlecht, wenn wir noch unter der Erde sind. Jetzt muss ich aber gucken. Kommen wir hier raus? Jawohl, hier vorne kommen wir raus. Das ist doch eigentlich perfekt. Und vielleicht hier auf der Seite machen wir sogar ein massiveres Teil hin. Portal. Okay. Gebonkt. Und jetzt gerne hier irgendwie unten durch. Da wollen wir aber nicht mehr in die Höhe. Da wollen wir gerne so bleiben. Gehen hier ein bisschen raus. Und hier mit einer Kurve unten durch. Und das funktioniert sogar. Okay, schön. Jetzt aber, da ich nicht weiß, welches Gleis das ist. Jetzt müssen wir erst gucken wegen dem zweiten Gleis. Sonst kriegen wir hier Probleme. Wo können wir bei dem ansetzen? Ich würde mal sagen hier. Dass wir hier so rausgehen. Klappt das? Moment, wenn ich es richtig hinkriege, müsste es eigentlich funktionieren. Ne, da ist irgendwie eine Steigung zu groß. Aha, wegen dem Sträßchen hier.
Nehmen wir das mal weg und gucken. Bis hierhin geht's. Kommen wir hier nicht unten durch? Doch, man muss es einfach genau bauen, Herr Heisenberg. Nicht rumjuffeln, wie man in der Schweiz sagt, sondern peu à peu. Aha, dann bist du weg. Aber deswegen wollten wir das Ganze auch erst ab hier machen. So, Moment. Zack, mal gucken, ob wir reinkommen. Jawohl. Passt. Dann haben wir da nachher das Ganze. Und sie bauen gleich wieder. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, da kommt eine neue Eisenbahn. Und erst noch eine schöne Dampflokomotive vermutlich. Da kann man schon mal enthusiastisch den Kran hervorkramen. So, hier machen wir auch beschrankt. Ist zwar schön mit einer Dampflok, wenn es keine Schranke hat, aber wir sind hier mitten in der Stadt drin. Deswegen hätte ich das gerne so. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Wir schnappen uns wieder Kollege Gleis. Nehmen das mal mit. Ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich schon funktionieren. Wir sind ja unter der Erde. So, und jetzt wissen wir aber hier eben auch, wie wir, wo wir lang müssen. Beziehungsweise wo müssen wir ein bisschen Platz lassen, dass wir mit dem zweiten Gleis noch durchkommen. Ja, nämlich hier. So. Um die Pfeiler rum. Und bestens. Dann gerne hier wieder in die Richtung. Und dann müsste das ungefähr passen. Wobei, jetzt können wir es, denke ich, mal hier lassen. Jetzt können wir hier oben weitermachen. Jetzt wissen wir ja, wo wir hin müssen. Also jetzt müssen wir von hier einfach runter. Das ist aber auch noch eingleisig. Da hätten wir gerne dieses Gleis auch noch mitgenommen. So, jetzt folgen wir hier nochmal ein bisschen dem Bergkamm. Und gehen hier aber so weit runter, wie wir schon mal können. Ich muss nochmal gucken, wo müssen wir hin? Dahin. Das müsste doch zu schaffen sein. Das ist aber ein relativ großer Höhenunterschied. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich nochmal irgendwie so eine Kurve machen müssen. Ich guck mal, wir können das hier aufschütten. Dann kommen wir einfach später auf die Brücke. Das bringt natürlich auch nicht viel. Sollen wir hier die Kurve machen oder sollen wir da unten noch ein bisschen Auslauf haben, dass wir ein bisschen schwingen? Ich weiß es nicht. Hier nochmal eine Kurve. Ne, das geht so nicht. Moment. Nehmen wir das innere Gleis. Das würde hier auf eine Brücke rauslaufen. Da kriegen wir das überhaupt nicht vernünftig hin. Das gefällt mir gar nicht. Nein, das machen wir nicht. Wir gehen mal da runter und schauen, wie wir da das Ganze hinkriegen. Also gerne irgendwie so. So, jetzt nähern wir uns eh langsam an. Jetzt haben wir nur eine komplett falsche Höhe. Da können wir hier aber glatt nochmal zu einer Brücke ansetzen. Da würde ich glatt nochmal die Holzbrücke nehmen. Das ist immer noch die Dampflokomotive, die hier lang fährt. Aber da kommen wir nicht runter. So nicht. Wenn ich dich so mitnehme. Dann sind wir hier. Und dann haben wir etwa einen halben Kilometer Unterschied und kommen da natürlich nicht rein. Okay, da müssen wir das doch irgendwie noch mit einer Kurve machen. Wie machen wir das? Wir können ja mal schauen, wenn wir in die Richtung düsen. So, dass wir hier runtergehen und dann die Kurve da machen. Wie gesagt, es ist eine Dampflokomotive. Wir haben keine Eile. Das darf gerne ein bisschen von oben nach unten und wieder zurückgehen. Wir brauchen hier aber sicherlich kein Portal. Das dann doch nicht. Das ist, weil da unten was ist. Okay. Ich baue das erstmal und mache nachher weiter dort. So, das Gefälle haben wir noch. Dann geht das hier auf eine Brücke und dann würden wir hier einfach zurückdüsen. Eigentlich wollte ich hier noch durch. Kann das sein? Nee, da oben war es. Nee, hier wollte ich eigentlich mit der Dampflok noch durch. Aber das hat jetzt natürlich nicht wirklich geklappt. Ist aber halb so schlimm. Wir haben da hinten ja einen Bereich, wo wir in der Stadt drin sind. Nochmal mit Holz. Ich teste mal. Ja. Kann man, glaube ich, machen. Mit der Holzbrücke könnte man es, glaube ich, machen. Aber ich weiß nicht, reicht das dann, um tatsächlich runterzukommen schon? Müssen wir nicht nochmal einen größeren Bogen machen. Sollen wir es mal bauen und gucken? Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Ne, da unten ist ja schon die Brücke. Ne, das wird definitiv nicht funktionieren. So vielleicht schon wieder eher. Okay, nochmal schnell gucken. Ich brauche wieder mein Holz. Wir bauen es mal. Wir bauen es und gucken. Jetzt hier rüber gehen. Doch, das funktioniert. Okay, das ist das linke Gleis. Und wir haben hier... Welches Gleis haben wir denn hier? Wir haben hier... Das rechte Gleis. Okay, also müssen wir hier nicht hier rein, sondern wenn, dann hier rein. Sollen wir das gleich mal kaufen? Ist eigentlich relativ schön. Schlängelt sich hier ein bisschen durch. Man könnte den Damm machen, das würde ich nie und nimmer machen, nicht bei einer Dampflokomotive. Wir könnten aufschütten, würde ich auch nicht machen. Mir gefällt das Holzteil. Das nehmen wir gleich mal. So, müsste eigentlich hier auch funktionieren. Ja, je nachdem. Arg!
Wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite. Nee, geht. Okay. Man kann halt auch nicht immer alles gleich an einem Stück bauen. Manchmal muss man ein bisschen... Was ist das denn jetzt hier? Nee, aber das ist irgendwie nicht zusammen. Das machen wir nochmal. So, hier passt, glaube ich, noch. So, jetzt müsste es eigentlich stimmen. Ja, jetzt ist es schön geworden. Okay, und hier fehlt noch der Rest. Ja, das könnte je nachdem hier über die Straße rüber nochmal eng werden. Nein, funktioniert. Perfetto. Okay, hier oben hin. Und da rein. Und fertig ist die gute Strecke. Sehr schön. Was wir brauchen, das sind irgendwie noch Weichen. Mal gucken. Oder hier vorne ergibt sich, glaube ich, automatisch. Genau. Weil hier ist Schluss. Ab hier ist es eingleisig. Da wird auch wieder gebaut. Ist das genau hier, wo ich gesagt habe? Von wegen... Da bauen sie eh wieder. Ja, hier, wo wir abgerissen haben. Die werden hier nach und nach mit Sicherheit wieder Häuschen hinstellen. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal schnell hier hinten. Wegen einer Weiche brauchen wir eigentlich auch nicht. Genau, weil wir kommen hier nämlich auch dann in dieses Gleis rein. Das heißt, wir brauchen die Signale. Es gibt eine Dampflok. Da würde ich glatt zu diesen ganz alten greifen. Zu denen hier. So, das ist halt die erste Verbindung im Prinzip, die es gab zwischen den beiden Städten. So. Gegensignal. Ich brauche hier oben aber meine Signale. Signal, Signal. Okay. Das gibt keinen Ellenlangzug. Das heißt, wir können das so machen. Das gibt dafür mehrere Züge, ganz klar. Das heißt, wir setzen hier relativ viele Signale. Relativ viele, sage ich mal. So, einmal um eine Kurve rum. Dann hier oben wieder. Dann hier nach der Brücke. Dann geht es hier ins Tunnel rein. Da können wir im Tunnel welche setzen. Das ist immer nicht ganz krisensicher, hätte ich fast gesagt. Nicht ganz einfach. Doch, aber die passen. Dann geht das hier lang. Gerne hier wieder welche. Ja, ja, das reicht perfekt für viele Züge. Das ist wunderschön. Dann sehen wir nämlich immer wieder Dampflokomotiven, die hier langfahren. Beziehungsweise Züge mit Dampflokomotiven. Okay, hier noch. Dann geht das hier auf den Boden zurück. Geht nach hier vorne, dann haben wir ja nochmal einen Tunnel. Machen wir doch glatt nochmal hier welche hin. Okay, dann hier runter. Und hier vorne wird es eben eingleisig. Das heißt, zack, hier ein Signal und hier noch ein Gegensignal. Zack, passt auch. Okay, das Signal hier, das gehört zur Strecke oberhalb. Gut, die Linie haben wir noch nicht. Die werden wir gleich haben. Hier machen wir mal zu. Oh, in schönem Grün. Okay, wir wollten. Hier in diesen Bahnhof rein und kommen von hier hinten, vom Hauptbahnhof sozusagen, von Stecherschleuse. Und schon sieht man, das passt perfekt hier. Genauso brauchen wir das. Okay, Signal haben wir. Hier haben wir kein Signal. Das heißt, die haben Vortritt. Oder haben wir da ein Signal? Für das Gleis haben wir ein Signal. Okay, das passt. Und das grüne Ding hat hier vorne das Signal. Okay, also Vortritt in dem Sinn haben sie nicht. Aber sie sind ja eh schneller. Also von daher werden sie wahrscheinlich Vortritt haben. Haben wir sie eingleisig? Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich brauche meine Linie. Wo haben wir die Linie 1? Zack, hier. Oh, da fehlt wieder irgendein Stück Gleis. Kann das sein? Oder warum haben wir das jetzt hier eingleisig? Du solltest das zweigleisig machen. Das Problem hatten wir doch letztens schon mal. Da müssen wir nochmal kurz zum Kollege Strom greifen. Auch wenn wir gar keinen Strom haben. Es geht darum zu sehen, wo ist irgendwie dieses Gleisdingens durchbrochen. Also diese rote Linie. Bis jetzt wird es stimmen. Okay, das würde soweit auch stimmen. Vielleicht irgendwo so ein kleines Stück, das fehlt. Hier runter. Hier nach vorne. Also bis jetzt habe ich noch nichts entdeckt. War aber auch noch keine intensive Kontrolle. Es war nur ein Gucken. Nee, hier stimmt eigentlich alles. Okay, dann fehlt irgendwie kein Stück Gleis. Dann haben wir ein anderes Problem. Moment. Die Linie nochmal kurz aufrufen. So, Linie 1. Ja, das klappt tatsächlich nicht. Aber normalerweise liegt es dann tatsächlich daran, dass hier ein Stück Gleis fehlt. Ist mir jetzt nur ganz schleierhaft, wo das sein könnte. Wir hatten ja wirklich in der letzten oder vorletzten, nee, nicht in der letzten, aber in einer der letzten Folgen hatten wir genau das gleiche Problem. Und da lag es dann tatsächlich daran, dass irgendwo so ein ganz kleines Stück Gleis
gefehlt hatte. Warum? Ach so, ja eben, der Hammer kommt jetzt natürlich nicht, weil die Strecke an sich funktioniert. Sie funktioniert halt nur eingleisig. Wenn die jetzt gar nicht funktionieren würde, dann müsste man sie reparieren können. Wir können ja mal kurz einen Test machen. Wenn ich hier ein Stück Gleis kappe. Zack, okay, jetzt haben wir hier den Hammer. Wenn ich jetzt hier darauf klicke. Okay, geht nicht. Ist wahrscheinlich ein zu großes Stück. Gut, bauen wir das wieder hin. Mal bis hier hin. So, wie sieht es jetzt aus? Ne, geht auch nicht, dass er das automatisch repariert. Schade eigentlich. Gut, bringt uns jetzt nicht weiter, weil es ist natürlich immer noch eingleisig. Signale haben wir, das ist nicht das Problem. Ja, irgendwo fehlt ein Stück Schiene, aber das ist jetzt natürlich wieder eine Arbeit. Echt. Wo ist hier das fehlende Stück Schiene? Man reiche mir das fehlende Stück Schiene. Hier vorne passt, sonst kämen wir da nicht rein. Ja, wir müssen nochmal kurz. Nochmal kurz mit Strom und jetzt in Ruhe gucken. Ich mache sogar mal Pause, damit wir es sehen. Hier ist grün. Hier ist dann kein Strom. Das ist in Ordnung. Wir brauchen keinen Strom. Nicht für eine Dampflokomotive. Und das kann der Linie eigentlich auch egal sein. Die braucht keinen Strom, weil sie weiß... Oder die... Ja, das kann ihr egal sein, weil sie weiß ja nicht, was wir hier raufsetzen. Vielleicht gibt es eine Diesellok, vielleicht eine Elektrolok. Also von daher ist das... Oh, okay. Ich wollte sagen, also von daher ist das egal. Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden. Man reiche mir ein Gleis. Und dann lasst uns das hier mal noch verbinden. Funktioniert nicht. Okay, müssen wir nochmal kurz kappen. Aber wenigstens wissen wir die Stelle, wo es nicht funktioniert hat. Und jetzt klappt es auch. Das Gleis stimmt. Wir haben keine Oberleitung. Das stimmt auch. Wenn wir jetzt die Linie aufrufen. Hurra, schon passt. Ja, es ist wirklich halt meistens tatsächlich der Grund, dass eine Linie nicht funktioniert, wenn halt irgendwo ein Stück Gleis fehlt. Das ist eigentlich logisch. Gut, das hätten wir. Jetzt haben wir sie... Ich habe sie wieder zugemacht. Echt. So, wir werden die natürlich noch benennen. Das ist unsere Dampflokstrecke. Nennen wir gleich mal so. Dampflokstrecke. Es ist klar, dass es eine Strecke ist. Könnte man sich schenken, aber das klingt irgendwie besser. Von Stecher Schleuse nach, machen wir hier mal K-Felde. Das ist ja dann relativ klar, was da gemeint ist. Eben Krusenfelde. Okay, passt. Wir bräuchten ein Depot. Haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit? Aha, in die Richtung haben wir ja eine Möglichkeit. Das bringt uns nichts. Sonst haben wir hier auch nichts. Wie sieht es hier unten aus mit einem Depot? Wenn man hier lang kommt, hier ist auch nichts. Auch weit und breit eigentlich nicht. Das ist aber halb so schlimm. Das können wir natürlich ändern, indem wir... Da haben wir ein Depot. Aber da kommen wir nicht ins Gleis rein, weil das nicht mal unser Bahnhof ist. Von daher, gut, machen wir ein Depot hin. Warum nicht zum Beispiel irgendwo hier in diesem Bereich, wo wir sowieso noch das Städtchen haben. Oder hier sogar. Haben wir so ein kurzes Depot? Wir schauen mal schnell. Depot, Eisenbahn, Depot haben wir hier. Ist, glaube ich, fast ein bisschen zu lang. Hätte ich relativ gerne wieder mal. Also das würde hier gut aussehen. Ohne Zweifel. Das Problem ist, wir kommen da nicht ins Gleis rein. Da haben wir keine Chance. Das ist eine zu große Biegung. Wenn wir es hier hinten machen, würde wahrscheinlich eben auch relativ cool aussehen. Ein bisschen drehen. Kommen wir da noch ins Gleis rein? Das ist dann eher fraglich. Wenn wir es so drehen. Moment, nochmal ein bisschen raus. Schon eher hier unten hin, vor das Tunnel. Ja, wieso? Das hat doch was. Jetzt ist aber die Frage, das ist halt wieder ein Heisenberg zockt Depot. Eins, welches dann nicht, dass man nicht anschließen kann. Sieht gut aus, aber funktioniert nicht. Vielleicht doch eher hier hinten. Ja, es ist nur ein Depot, ich weiß. Aber es ist halt doch irgendwie, ich liebe halt die Depots. Ich hätte gerne irgendwo ein Depot, das cool aussieht. Dass man wirklich, wenn man das Depot sieht, auch Spaß daran hat. Das könnte klappen, weil das ist ein bisschen kürzer. Sieht auch nicht aus, also explizit aus wie ein Depot das Ganze. Hat ein bisschen einfach was von einem Gebäude schlechthin. Moment, wenn was... Nee, da ist halt wieder was im Weg. Ich dachte gerade, wenn wir es hier hinsetzen. Wir setzen es mal hier hin und gucken, ob wir mit dem Gleis reinkommen. Wie gesagt, das ist ein Heisenberg-Zock-Depot. Die funktionieren meistens eh nicht. So, Gleis. Ja, könnte klappen. Jawohl, klappt auch sogar ohne... Ohne, dass wir das Gebäude da kappen. Das Gleis hier, das können wir vergessen. Das wird nicht funktionieren. Das stellen wir mal hier hin.
Dann haben wir hier aber nochmal ein Gleis, wofür sie das auch immer hingelegt haben. Aber passt doch irgendwie auch. Gut, ein Depot haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir speichern. So, weil wir kaufen den Zug. Und da kaufen wir uns jetzt, ja, irgendwie eine alte Dampflokomotive. Die muss nicht mal schnell sein. Ganz einfach deswegen, weil sie kann nicht schnell sein. Mit der Brücke, die das 60 km zulässt, funktioniert das sowieso nicht mit einer schnellen Lokomotive. So, Züge kaufen. Einmal Dampf. Bitteschön. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ich guck mal, von hier unten kommt. Das sind eher die schnellen. Die würde genau 60 machen, die ÖBB 90. Ja, wir müssen ja nicht aufs Tempo achten. Lasst uns irgendwie eine schöne Dampflok nehmen, die wir wahrscheinlich noch nicht haben, die einfach cool aussieht. Zum Beispiel die hier. Die hat was. Nachkriegs. Reihe 30. Okay. Die BR 90, die haben wir, glaube ich, sogar schon irgendwo. Ja, wir haben eine ordentliche Auswahl. Das hier ist auch eine sehr schöne. BBÖ 310. Ja, da haben wir mehr als nur eine schöne. Definitiv. Wiener Stadtbahn. Wow. Ja, gut. Jetzt, ich würde sagen, wir entscheiden uns jetzt mal. Irgendwie, die macht 100 km/h. Die wäre doch auch relativ cool. Ich hätte schon gerne lieber irgendwie sowas in der Richtung. Was bist du? Die BBÖ 310. Wisst ihr was? Wir heißen die mal herzlich willkommen bei uns. Zack. Und hat sogar funktioniert. Jetzt mit den Wagen wird es wieder schwierig, weil... ja, diese alten Wagen, die wir hier teilweise haben. Wo sind sie denn? Hier unten. Da haben wir auch wieder welche, die haben keine Textur. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und da möchte ich jetzt schon 80 oder 60 mindestens haben. Hier, die. Oberlichtaufbau. Okay, mit 80 km/h. Wir testen das mal. Wie lang ist er? 115 kann man, glaube ich, machen. Wenn man den sogar noch ein bisschen länger und hoffen auf unser Glück. So, dafür gibt es jetzt hier aber wirklich jede Menge, weil die Strecke ist sehr lang. Okay, und jetzt werde ich alle wieder zurück ins Depot schicken müssen, weil sie keine Textur haben. Wehe. Wo ist unsere Linie? Da. Stecherschleuse K-Felde. Wir können laufen lassen. Und wenn sie jetzt keine Textur haben, dann fahrt er alle wieder zurück. Das hatten wir alles auch schon. Also die Lokomotive geht mit gutem Beispiel voran. Ja, und die Wagen folgen. Sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Das ist so eine richtig schöne alte Dampflok mit schönen alten Wagen. Kapazität haben wir auch 96, falls noch jemand mitfahren will. Und dann geht's hier wunderbar in Richtung Bahnhof hier vorne. Na, das ist doch was. Gut, liebe Freunde. Und ihr ahnt's genau, in der nächsten Folge, da fahren wir einmal mit über den Berg rüber. Das machen wir mit Freude. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann bis morgen. Bis denne. Tschüss.